Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Clockwork Tales, die Geschichte von Glas und Ink. Ink ist ein Wissenschaftler, der im ersten Teil, ich muss mir gerade mal was zu trinken einschütten, der im ersten Teil entführt wurde. Und Glass sind wir, das ist eine Spionin, die mit Herrn Dr. Ink sehr gut befreundet ist. Ich muss mir eben was Demonstratives aus einer Tasse trinken. So, wir gehen jetzt in das Gästezimmer Nummer 2 rein. Und hier sind Sachen drin versteckt. Erstmal nehmen wir den Käfer mit. Mit diesem Bild stimmt etwas nicht, aber es ist, das ist jetzt unwichtig. Okay. Was haben wir hier? Der wackelt. Setz die Teile so zusammen, dass sich vollständige Bilder ergeben, um den Koffer zu öffnen. Also, okay, das kommt in die Mitte auf jeden Fall. Das kommt an den Rand. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Na gut, das ist ja jetzt nicht so schwer. So, zack, zack. Zack, fertig. So, was ist in dem Koffer drin? What was that? Some kind of mechanical myriapod. Ih, das war eklig. Okay, ein Bild von dem Professor. Lies 10 Pop-Ups. Dr. Ambrosius Ink, Ausweisnummer ADW1249, Bürger Elfheims, geboren am 9.04.1785. Mein Gott, ist der alt. Mechanischer 1000-Filter mit eingebauter Kamera, wahrscheinlich Barbas Spion. Schnell und gefährlich, konnte ihn jedoch einfangen. Ja. Liebe Evangeline, wenn du dies liest, ist mir etwas Schlimmes zugestoßen. Ich habe Beweise für Barbas Schuld. Er ist gefährlich. Er muss aufgehalten werden. Nur du kannst es noch rechtzeitig tun. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Dein Ambrosius Ink. PS, pass auf Matthew auf. Okay, das dann brauchen wir, um den Würfel aufzuladen. Kann ich das Ding auch mitnehmen, falls ich ihn wieder aufladen muss? So, Matthew. Hallo, kleines Vögelchen. I can't wait for you anymore, Evangeline. I must find evidence on Barber. This elevator seems to lead to some kind of underground laboratory. I believe that this is the machine responsible for all the... Matthew, bleib hier. Komm her, Matthew. Ah, da ist der jetzt. Okay. It's Ink. I have to help him. Where is this robot taking him? Help me, Evangeline. Help me. Da liegt was. Von nun an steht dir Matthew zur Verfügung. Mit seiner Hilfe kannst du entfernte Gegenstände erreichen. Wähle zunächst Matthew aus, wähle dann den Gegenstand aus, den Ink dir zugeworfen hat. Den hat der mir nicht zugeworfen, der lag da schon. Thanks, Matthew. Together we will finish this in no time. Mechanischer Dietrich. No one is to disturb General Engineer. Okay. Dann können wir jetzt hier wahrscheinlich endlich weitermachen.
Selbst mit einem Panzerhandschuh würde ich meine Hand nicht in die Dornen fassen. Okay, nehmen wir das mal raus. Was ist das denn? Ein Erdbohrer. Hör auf, hier rumzupicken, du blöde Krähe. Achso, jetzt brauchen wir Streichholz. Streichholz. Dankeschön. Und den Tabak, den legen wir da jetzt drin. Zünden den an, weil der Rauch vertreibt die Käfer. Damit haben wir das Insekt, das kommt da rein. Damit erhalten wir eine Greifzange. Damit können wir das wahrscheinlich da rausziehen. Die Krähe kommt da rein. Und damit erhalten wir dann eine Drahtzange. Was ist das? Eine Eisenstange. Okay, da kommen wir nicht mehr weiter. Aha. If not by land, then maybe by air. By air. That barber boy is a rotten apple, if you Apple. ask me. But I don't ask you. Meine Freundin hätte Spaß bei diesem britischen Akzent hier. Beispiel. Also nur diese Lizenzen hier. Militärzubau, es wäre zu gefährlich, die Sachen zu durchsuchen. Drahtzange, Eisenstab, mechanischer Dietrich. Ist da oben vielleicht noch irgendwas drin? Ne, hier ist nichts mehr. Okay, was haben wir hier jetzt noch? Irgendwas Interessantes? Das ist jetzt unwichtig. Und was war das? Hier kann man sich gut umziehen. Okay. Tick-Tack und doch fühlt sich eine Stunde die Zeit still. Okay. Was haben wir jetzt alles? Wir haben einen mechanischen Dietrich, eine Drahtzange und eine Eisenstange. Kann ich dem eine verpassen? Nein. You'll get nothing from me without a license. Ordnung muss sein! Ordnung muss sein! Der Soldat nimmt nur Lizenzen wie diese hier an. Beispiel. Nee, das bringt nichts. So viel zum Schloss und so. Halt! Access to civilians is verboten! Access for civilians is verboten! Okay, was haben wir denn hier? Was ist denn das da oben? Senkt so weit oben. Wie groß dieser Vogel einfach ist. Okay, dann müssen wir dann mal nach oben. That damn worm took a picture of me. It'll expose my plan. Hol ihn dir! Shoot, he escaped. We should watch out for him, Matthew. So, hol dir die Uniform. Achso, da komme ich so dran. Okay, damit hätten wir schon die Militärjacke. Die kann ich dann wahrscheinlich jetzt hier drüber legen. Ja. Jetzt brauchen wir noch den Helm. Und die Hose. I would give up my helmet for another glass. Today's youth. All steam enthusiastic punks. Okay, wir haben genug besprochen. Das ist nichts. Dann. Da ist auch nichts weiter. Ach, hier ist noch was. Ah, damit kriege ich wahrscheinlich die Eisenstange hin. So. Damit habe ich eine Schneeschaufel. Hier ist noch was. Hey, halt still! Okay, damit haben wir jetzt das hier. Können wir das jetzt hier freischaufeln? Ah, und hier können wir jetzt den Dietrich nehmen, glaube ich.
So, da haben wir die Lizenz und die Drahtzange. Da haben wir jetzt die Hose. So, mit der Lizenz können wir jetzt wahrscheinlich zu dem Typen dahin gehen. Hier. Seems legit. Take it and leave my sight. Leave my sight. Jawohl. Damit kriegen wir dann den Helm. I hope you find your friend. Ja, ich hab hier was für dich. Thank you. All your drinks are on the house. Feel free to mix yourself one. I would give up my helmet for another glass. I hope you find your friend. Miss für Herstellung eines Dampfpferdes die richtige Menge der farbigen Flüssigkeiten ab. Woher soll ich denn wissen, welche Flüssigkeit das ist? I would give up my helmet for another glass. I hope you find your friend. Hier ist er. Ist das das? Okay, also 5 von dem Roten. Zwei von dem Blauen. Das heißt also, Moment, ich mach jetzt den... Oh Gott. Ah! Moment. Wie macht man das nochmal? Also ich habe nur den 5er und den 3er. Wenn ich den 3er in den 5er reinkippe, habe ich da 2 übrig. Wenn ich den 5er in den... Ich wusste, ich konnte sowas mal richtig gut, aber das ist so lange her. Na okay, jetzt sind hier... Ja, jetzt sind hier 2 drin. Wunderbar. So, ein gelber. Das heißt jetzt... Warte mal, so, das kippe ich hier rein. Dann sind da jetzt 2 Einheiten drin. Dann kippe ich den weg. Dann sind hier 2 Einheiten drin. Ach, 2 Einheiten sind da jetzt drin. Wenn ich jetzt zurückkippe, habe ich 2. Hätte ich 5. Das bringt mir nichts. Von dem. Ich muss jetzt quasi 4 rauskippen. 2. So, zack, da sind jetzt 4 drin. Und jetzt noch 3 da rein. Und dann habe ich die 1. Wunderbar. Und dann den Knopf drücken. Wunderbar. Na, ging ja doch schneller, als ich dachte. Hier, bitteschön. I don't believe it. Steamhorse. I said I would give up my helmet and I would keep my word. Take it, lady. It's yours if you want it. Steamhorse. My disguise is ready. I can board the Zeppelin now. Steamhorse. Ah, ist sogar interessant. Man sieht jetzt durch die Maske hier sogar noch ein bisschen durch. No orders. We're searching for a fallen agent, Evangeline Glass. Until we find her, we will not land at the castle. As you were. Beseitige den Tausendfüßler. Wir spielen gleich ein bisschen Gordon Freeman, offenbar. Die Karte könnte sich jetzt nützlich erweisen. Skizze eines Kleides, ich habe schon also diesen geflogen. Stecken wir auch mal ein. Neuer Versuch. Was haben wir denn hier drin?
Schiebe die Gegenstände beiseite, um die Haken freizulegen. Löse dann das Netz vom Haken. Ja, okay. Hab ich. Jetzt? Und jetzt schnappen dir. Schnapp ihn dir, Tiger. Schade, ich habe keine Brechstange mehr. If it weren't for those guards, I could use the glider to fly to the castle. The glider? The glider? Okay. Wir machen an der Stelle einen Schnitt und wir sehen uns dann nächste Mal wieder beim Glider. Tschüss.